Sobald er sich in den Stuhl setzt, können wir den nicht töten, ne? Boah, Leute, was ist das für eine Situation hier? Mein Gott. Ja, ja. Down, einer ist down. Ich, wir waren im Comrade, Weasen, du warst in Comrade-Reichweite. Jetzt bin ich geflaggt. Und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir sind wieder dabei. Wir sind im PTU 2.4 und haben uns eine Starfarer geschnappt. Eine vollbemannte Starfarer in diesem Sinne tatsächlich, dass wir zumindest eine ganze Crew mit dabei haben. Ich habe jetzt hier einen wunderschönen Blick auf die Brücke. Dabei sieht man den Weasen das Stück, gutes Stück steuern. Weasen. Hey. Und du hast hier den absoluten Proll-EVA-Anzug angezogen, oder? Natürlich, ein bisschen glänzen muss man doch hier, oder? Wahnsinn. Ja, an deiner rechten, auf dem Co-Pilotensitz hat der Reven Platz genommen. Hallo Reven. Hey ho. Großartig. Wer feuert? Werden wir befeuert? Noch nicht, aber... Nee. Apropos, wen man da schon gehört hat, ist der da in dem massiven Turm oben drin, ist nämlich der... Unsere Schilde werden angegriffen. Unsere Schilde werden angegriffen. Hier war ein EMP-Angriff gerade. Auf jeden Fall, okay, ja, Operator, Feuerbereitschaft, Tag, Leute, wir haben nicht viel Zeit, okay. Los, hopp, 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 hopp. Speed. Gefechtsalarm. Wir haben auf jeden Fall drei Verfolger hinter uns. Ihr habt Feuerfreigabe, wenn die uns angreifen. Nackenschild ist auf Null. Ja, also auf jeden Fall ist hier der Greus, oder wie der heißt, ist ein Redcon. Weasen, leite mal einen Sprung ein zur ICC-Probe, wenn du das hast. Das gut, Garkis ist auf jeden Fall Feind. Ja, man sieht es schon bei der Explosivmunition ganz gut. Ja, die hat nämlich jetzt Explosivmunition, die Gemini-Variante aktuell. Wow. Wow, ja. Aber trotzdem lasse ich mich, weil wenn der seinen EP-Puls wieder zündet, dann sind wir wieder lahmgelegt. Ja. Ich mache mal einen Notsprung. Achtung, Sprung, Einleitung. 4 jetzt Sekunden. Hat er den EP gezündet? Aber der Quantum Drive funktioniert. Wir sind raus. Sehr gut. Der wird zwar folgen natürlich sofort, ne? Mhm. Ich muss auch, wenn wir gesprungen sind, einmal die Konsole wechseln. Hier funktioniert die Verteilung nicht vorne. Check. Wir bleiben auf Gefechtsalarm. Hast du eigentlich Sly und RC vorgestellt? Nein. Ach, da, der Folger ist wieder da. Mach den nächsten... Blindensprung, ja. Ich mache einen Blindensprung nach Security... Oh, je. Naja, Security Post Career ist der nächste Stopp. Ich meine, das wird eine ganze Weile dauern. Wir haben natürlich auch ein nicht zu unterschätztes Raketenarsenal, ne? Sollten wir vielleicht mal ausprobieren, ha? Hm. Ja, wenn er uns jetzt nochmal folgt, machen wir das. Reven, hast du jetzt den Sitz gewechselt? Ich konnte mich eben jetzt nur vorne hinsetzen. So, ich decouple mal direkt. Geh mal auf Vollspeed wieder. Dann sag mir bitte zumindest an, wie die Schilde stehen, Reven, ja? Selbst wenn du sie nicht beeinflussen kannst. Okay, sind hinten 10, links 21, rechts 16, vorne 5. Wer ist wieder da? 700 Meter, er ist direkt hinter uns rausgesprungen. Okay, Rakete. Ja, da sind sie weg. Eindeutig. Beide Geschütze sind irgendwie tot. Er lädt den EMP wieder. Feels critical. Okay, ich springe. Ja, es macht, glaube ich, keinen Sinn so. Haben denn die Raketen getroffen? Kann mir das jemand sagen? Ich kann ein wenig sehen. Ich habe keinen Treffer registrieren können. Bis jetzt nicht, negativ. Bin hinten an der Konsole, Captain. Das ist besser. Oh, da ist noch einer. Die fangen uns ab. Er ist wieder hinter uns. Ja, ich sehe ihn auftauchen. Ich rotiere mal. Im Cool Speed. Ich bin aufgeschaltet. Meine Geschütze sind tot. Ja, Dito. Ja. Meine sind ausgefahren. Hat irgendjemand die abgeschaltet? Negativ. Immer in der Power gucken. Er überholt uns jetzt gleich wieder. Ja, vergiss es, die Raketen sind ja total nutzlos. Nee, jetzt drehen sie ein, aber ich glaube nicht, dass die ihn. Der Gemini Rear Turret ist bei 0%. Nochmal Raketen abgefeuert. Also ich kann ihn aufschalten. 1000 Meter, 900 Meter. Aber ich kann halt eben nicht feuern. Ja, irgendwas. Entweder ist was kaputt gegangen. Keine Schadensmeldung. Oder ist es verbuggt. Kann auch sein, dass beide Hecktürme getroffen sind. Weil ich habe nur eine Waffe. Ja, genau. Reven, auf welcher. Achtung, er schießt auf. Welchem Status sind wir denn mit den Schilden? Hinten 32, Seiten 20, 27, und vorne 45. Okay. Die kleine 20. Pips, blöderweise. Nein, ich habe auch nur eine Waffe. Warum kriege ich keine Pips? Weasen, der scheint sich jetzt hier auf Distanz zu halten. Steuer mal einen Cryastro an. Na, da kann er uns natürlich super erwischen, ne? Ja, wenn er uns hinterherkommt. Mal gucken, ob er das überhaupt tut.
Denn der Kampf jetzt hier hat keinen Sinn. Wir sind fast unbewaffnet. Okay, Achtung, Sprung, Vorbereitung, 4 Sekunden. Schießt wieder auf. So, mal sehen. Hat irgendjemand eine Treibstoffanzeige eigentlich? Aber es müsste noch lange reichen, ne? Das sollte noch eine Weile reichen. Also wenn das Tankschiff das jetzt nicht... Wird. Wir können auf jeden Fall leichter springen hin und her als er. Das stimmt. Das ist vielleicht die Taktik. Das war jetzt nicht besonders ruhmreich, aber... Dann versucht die ICC... Er lädt sein EMP. Ja. Okay, ich springe einfach jetzt nach Kovalex, ja? Ja, spring. Spring! Eine Sekunde. Raus. EMP hat uns erwischt. Schnell laden aber wieder. Jo, ich bin rausgeflogen. Oh, shit. Dann kannst du raus aus dem Spiel, oder? Ja, ganz aus. Du bist wieder Partyleader. Okay. Gut, dann würde ich sagen, versuchst zurückzukommen und besorgst uns einen Jäger. Er ist wieder da. Ja, ich versuch's. Ja, ich besorg. Nächster Sprung ist Jella. Und zwar, Weezen, konzentrier dich jetzt mal nur darauf, dass du wirklich springst, drehst. 2 Sekunden. Alles andere ist egal. Raus. Sofort ein neues Ziel suchen, wenn du... Wir sind da. Okay, ich gehe nach ICC Probe. Ist obstructed. Com Array 126. Egal welches. Oh, das ist ein blinder Sprung. Das wollen wir egal, nicht. Egal, hau rauf. Nein, ich kann... Doch, spring lieber blind. Spring das blind. Das ist super, da kann er nicht hinterher. Versuchen. Aber das Problem ist, dass wenn du... da kann er nicht hinterher, du kannst es doch aufbrechen. Ist doch völlig egal, wir sind doch sowieso im Arsch. So könnte man sich später öfter fühlen mit einer Starfarer. Ohne Eskorte ist das ja totale Vollscheiß. Brich ab. So, wir sind im leeren Raum. Okay, Waffen funktionieren bei mir wieder. So, jetzt nee, meine immer noch nicht. Ich steig mal auch wieder ein. Soll ich jetzt? Genau, halt, aber halt, lass ihn erstmal stoppen. Lass erstmal Weezen komplett okay, stoppen. Okay, ich stoppe das Schiff. Eine Sekunde. Denn hier dürfte uns jetzt niemand angreifen. Wir stehen. Gut, okay. Bin ausgestiegen, steig jetzt wieder ein. Ich habe allerdings immer noch eine Waffe. Aber besser wie gar nichts. Also ich kann auf jeden Fall wieder feuern. Sehr gut. Der Frontturm ist wieder feuerbereit. So, nächster Kurs, wie sieht's aus? Wo soll ich hin? Cryastor 151 oder? Ja, warte mal kurz. Ich lass mich erst Cryastor 151 absichern. Ich bin gerade reingesprungen, reingekommen ins Spiel wieder. Dann lass mich erst mal Jäger klären. Gut, dann warten wir jetzt auf RC, dass du uns hier freigibst. Ist, ist offensichtlich notwendig, so eine Jäger-Eskorte, ne? Man ist einfach viel zu lahm, um die abzuwehren. Die Bewaffnung reicht zwar aus, um ein paar abzuwehren, aber um zu zerstören anscheinend nicht so wirklich. Naja, es ist, du bist halt so langsam, dass du die halt nicht hinter dir herziehen kannst, ne? Das ist das Problem. Nee, ja. Was hier auch richtig krass ist bei den Schiffen, wie langsam die Schilde wieder aufladen. Ja, das ist eindeutig zu merken, ne? Wie langsam das. Ich lege mal ein bisschen Energie auf die Waffen, ja? Vielleicht hilft uns das ja das nächste Mal. Waffen und Schilde. Machst du oder soll ich? Habe ich jetzt gerade gemacht. Okay. Vielleicht haben wir das nächste Mal ein bisschen mehr... Ah, ich habe die Treibstoffanzeige gefunden. Rechts unten. Oh Gott, ich fühle mich schon viel sicherer. Ich glaube, das wäre jetzt richtig, das sind 17 Millionen Liter oder irgend sowas. Es sollte reichen. So, hast du zufällig auch die Feuerlöschanlage gefunden? Nur so zur Sicherheit, weißt du? Warte, doch, ach, da oben ist die Feuerlöschanlage. Nicht jetzt anstellen. Also 151 ist clear momentan. Gut, dann Weezen, neuer Kurs 151 Cryastro. Liegt an und Sprungsequenz. Energie! Das wird mich jetzt auch interessieren. Was passiert, wenn du das tust? Wusch! Wäre eine Idee. So, Ladies and Gentlemen, so macht man das also mit so einer Starfarer. Man springt irgendwo in den wilden Raum und hofft, dass die anderen das Interesse verlieren. Ah, da seid ihr, okay. Finde ich gut. Richte dich doch mal bitte aus nach RC. Machen wir jetzt wirklich mal eine Mission? Echt? Wow. Nein. Nach ICC Probe 149 bitte, Weezen. Okay. ICC so, Probe 149. Der Kurs liegt an. 849, oder? Verzeihung, ja. Gut, dann engage.
Boah, was dauert denn da so lange? Und Sprung. Oh, Dozer, dein Turm ist so übertrieben fett. Ah, weg hier. Ach, naja, er könnte etwas größer sein. So, wir sind auf Kurs, 20 Kilometer entfernt, ist ICC Probe. Ich gehe mal kurz auf Cruise Speed, ja? Mhm. So, Tessa, my darling. Was hast du diesmal für uns? Pass dich kurz. So, das, jetzt. Dass ich für die Verteidigung dieses Schiffs eigentlich eine Verbrecherstufe bekommen habe, finde ich eine Frechheit übrigens. Ja, aber da frage ich mich halt so, wie sie das dann halt später überhaupt verwalten wollen, ne? Ja. Naja, wer ist eingeladen aufs Schiff und wem gehört? Ja, genau. Ja, das kannst du ja nicht definieren. So, Leute, mit euch, ich kann nicht ein einziges Mal die Missionsbeschreibung hören. Nicht ein einziges Mal. Das brauchst du auch gar nicht. Jetzt kommt der Pilot. Und das ist es. Wir haben Koordinaten bekommen. Gut, ich richte mich aus. Gleich. So, RC, wie ist denn dein Status gerade? Ich richte mich auch gerade aus. Ah, da, gefunden und ausgerichtet. Gut, der Kurs liegt an. Gut, du hast Sprungfreigabe, Weasen. Greycon. Real. Okay, lass uns zusammenspringen aus hier. Jo. Achtung, Sprungsequenz. Real ist, glaube ich, auch in die Richtung geschwungen. Yep. Wir sind im Flug. Geiles Bilder. Ey, du kriegst hier Bilder raus aus dem Ding. Das ist der Knaller. Wahnsinn, ja. Ja. So, wir sind drin und ich sehe voraus auch schon den Beacon. Und oh, ein Yukon. Real. Ja, das ist ein Check. Z4X. Ist eine Conny, der wird uns nicht viel tun. Check. Weiß Bleib man's? Trotzdem mal an ihm dran, RC. Also behalte ja, ihn mal vor allem im Auge. Ja, der ist doch wegen derselben Sache hier, oder? Ja, man weiß es ja immer nicht. Okay, jetzt habe ich gerade RC vom Schirm verloren, dafür ist Real drauf. Wie weit bist du weg, RC, von uns, weißt du das? 1070 gerade. Hm. Oh, du bist jetzt schon verschwunden vor meinem Schirm. Ja. So dürftig. Ja, das ist aber mehr Bug, als dass es tatsächlich Tarneigenschaften der Dings sind. So, nächster Kontakt, Envoy Victoria. 37 Kilometer entfernt. Weg. Wir müssen jetzt gleich gucken. Es kann sein, dass Piraten auftauchen jetzt, ja, wenn wir auf das Schiff uns zubewegen. Also, wir gehen mal in den Gefechtsalarm, sinnvoller Weise. Ich bin jetzt gerade auf Cruise Speed 50%, mache so viel wie die Hornet, ja? Ist da jemand in EVA vor uns? Noch ein weiterer Kontakt. Nee, Templar. Ach ja, da taucht die Ghost wieder auf. Ist ja interessant. Ich fliege jetzt genauso schnell wie du, ja? Ich bin hinter dir. Ja. Kilometer oder sowas. So, da kommt der Pirate. Da sind die Piraten, ja. Pirat voraus. Okay. Die konzentrieren sich aber auf den Herrn Victoria. Nee, auf die anderen gehen sie. Seeraketenfeuer. Mhm. Sie schießen mit Raketen da. Ja. Legt mal mehr Energie auf die Schilde, bitte. Ein bisschen. Okay, ich wechsle die Position. Alles klar, ich bin feuerbereit. Hier hinten. Check. Falls mal mir einer mal vor die Flinte fliegt. Ich hätte ganz gerne ein Ziel. Also wir haben einen Piraten 10 Kilometer direkt voraus. Der ist, könnte ein gutes Ziel für dich sein, Dozer, weil der direkt voraus ist. Ja, ich wollte mich ehrlich nur entscheiden, jetzt sehe ich nur noch einen. Geschwindigkeit verringern. Wir haben übrigens zwei neue Greycons. Ja. Ich gehe ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Captain Trunk und IQ. Ja. Ich bin jetzt wieder bei 140. Envoy Victoria ist näher bei uns, aber scheint wegzufliegen. Okay, neuer Piratenkontakt, weiterer Piratenkontakt, alle voraus. Okay, ja, ich gehe wieder auf Geschwindigkeit. Feuerfreigabe ist erteilt, ihr habt Feuerfreigabe. Fired World. Schildverlagerung, wohin? Die Ghost wird uns angreifen, ich schieße eine Rakete ab. War das nicht Arsene, der gerade über uns vorbeigezogen ist? Ja. Wir haben Pirat 1, greift uns an, ja, das ist die Gladius. Jawohl, natürlich. Kriegt keine Pips. Das er ist doch zu weit. Ja, jetzt habe ich einen. Jo, die Piraten gehen auf mich. Wow! Die Rakete hat getroffen. Und wie die getroffen hat. Pirate 5, okay. Ich decouple mal und drehe sie mit mir aus. Die Pirates sind bei mir alle grün gelabelt. Ja, das liegt an unserer Tarnung, unserer Tarnvorrichtung.
Splash, das ist weg. Ich habe jetzt im Moment keine Piraten mehr. Nee, wir haben noch eine Hornet, die hier führerlos. Ich schätze mal, kann jemand den Chat aufmachen, ob jemand Hilfe braucht? Da ist nämlich jemand gerade ausgestiegen aus der Hornet. Negativ, aktuell keine Nachricht. Moment. Okay. Ich würde sagen, wir können wieder den Transponder anpeilen, ne? Check. Ich gehe mal auf 50% Leistung. Hat irgendjemand einen Kontakt, Sichtkontakt zum Transponder? Ich wollte gerade exakt dasselbe tippen. Ah, ich habe ihn direkt voraus. Positiv, direkt voraus. Ja. Wer geht raus? Wechsel wieder auf Sichtposition. Sly, gib doch mal ein Feedback. Kannst du da hinten in dem Turm was machen? Nicht viel. Nicht viel. Ich kann dagegen machen. Es ist vielleicht dann sinnvoller, dass du nach vorne auf die Brücke kommst. Kann ich machen. Und setz dich aufs andere Pult, dann kann nämlich einer Energiemanagement machen und einer das Schildmanagement. Okay. Ist besser. Okay, soll ich den EVA machen oder den oben und drüben lassen? Ja, mach du mal den EVA. Und Sly, du wechselst rüber auf den Turm, solange Dosa im EVA ist, und dann wechselt ihr wieder und du kommst auf die Brücke. Alles klar. Soll ich dem Dosa die Tür aufmachen gehen für den EVA und wieder zu? Reven, das kannst du gerne machen, wenn du das so gerne möchtest. Ich sag mal so, 30 Sekunden oder 45 Sekunden so in dem Dreh müsste das jetzt dauern, bis wir soweit sind, ja? Ja. Ich behalte mal den aufschließenden Kontakt Durko in der Gladius im Auge. Check. Der will wahrscheinlich auch nur EVAen, aber sicher ist sicher. Ups, falsche Richtung. Bin natürlich aktuell hier hinten noch gefangen. Ja, ganz entspannt. Darko ist auf einen Kilometer an uns dran, ne? Ja, aber das ist ganz gut. Darko, der gibt mir ein bisschen eine Distanzmöglichkeit, so. Ich bin aber auch an ihn dran und hab ihn im Visier, also falls er Dummheiten macht. So, Weasen, wenn du... Ja, viel näher würde ich gar nicht ran, genau. Dass du einmal um die eigene Achse rotierst. Genau, gehen die Eisen, es reicht. Ja, denke ich okay, auch. Okay, oberer Turm offline. Das schätzt die Distanz nicht bei diesem Schiff, ne? Das ist bestimmt noch 90 Meter EVA hinter uns. Wartet mal, noch nicht aussteigen. Ich rotiere das Schiff schon mal. Okay, Durko ist raus, ist EVA. Vielleicht, ich würde im Precision Mode noch ein bisschen näher ran, glaube ich. Wenn mir Reven helfen würde hinten und sagen würde, wie weit es ist. Warte, ich mach die Klappe auf. Oder Sawyer soll er den Weg fliegen. Ja, kann ruhig den Weg fliegen. Du siehst nicht viel, ich guck mal von oben drauf. Okay, na, dann das Sawyer sagt an. Ah, ist auf jeden Fall noch... Ja. 390 Meter sind's noch. Geht ja, auch. Das geht. Das kannst du, aber bleib mal hier mit der Starfarer. Hier kommt er auch schneller wieder weg. Von daher, Dosa kann ja den Boost benutzen im EVA. Korrekt. Also, okay, jetzt kommen wir raus und mit Anlauf. Ja. Und poppt oben gegen das Ding, gegen Gasbaum. Handstand-Überschlag, das war total elegant. Ja, geil. Also ich muss sagen, der Oberturm fühlt sich viel cooler an. Der ist träger, man, ne? Man sieht ein bisschen mehr. Ja, und man fühlt sich etwas stärker bewaffnet. Ja, die hinteren Türme, das ist das Spielzeug im Moment noch. Okay, 5 bis zum Ziel. Gut. So, bin angekommen. Jetzt muss ich bloß noch in dieses Wrack hier rein. Okay, 3, 2, 1, Touchdown. Use activated, ich komme zurück. So, Durko fliegt ab. Check. Ich halte natürlich Wache hier hinten, ne? Dass niemand reinkommt sonst. Okay, ich richte mich neuer Kontakt, Greycon, Real Z. Real Z ist da. Kilometer ja, weg 15 Kilometer weg. Durko entfernt sich mit 10 bis zum Ziel. 9. Negativ, Durko schließt wieder 8, auf. 7. 6. Jo, Dosa. 5. Bestätigt. 3. 2. 1. Touchdown. Sehr gut. Boah, ich bin voll aufs Maul gefallen. Klappe ich hab's gesehen. Hast du die Klappe zugemacht? Okay, Leute. Die Tür zerquetscht mich, bist du wahnsinnig? Entschuldigung, Greycon ist noch. Greycon ist noch auf 1,5, 1 Kilometer, nähert sich schnell. Weasel, gib mal ein bisschen Stoff, bitte. Du bist doch nicht dicht, Alter. Gut, mach ich, check. Boah, ich fange hier an zu schwitzen in diesem Schiff. Ich bin Warte, ich komme jetzt zum. Witzig. Ja, die Verantwortung wiegt schwer, nicht wahr?
irgendwie viel anspruchsvoller als ein Jäger fliegen, krasserweise. Schön, dass Wiesen das auch mal kennenlernt. Also, wann soll ich mich hinsetzen? Wir haben einen neuen Kontakt auf 28 Kilometer. Direkt schon. Achso, ich gehe jetzt wieder halt hinten zum oberen Turm. Ja, check, Dosa. Hinten einfach bitte an eine der. Alles klar. Ich bin noch im Precision Mode. Eigentlich müssten die Buttons so funktionieren mit 50 Meter je Sekunde. Jawohl, ich gleich beide parallel sich hingesetzt bei mir hier, sehr schön. Gut, ich bin großartig. Gut, Brücke ist wieder benannt. Was soll ich machen? Energie? Ich gehe in die Schilde. Mach mal Energie bitte. Steuerbord, dann Energie. Oberturm wieder online. Okay, dann kann ich wieder beschleunigen? Ja, du kannst beschleunigen, Wiesen. Gut, ich gehe auf Combat Speed. Jo. Am besten direkt auf Cruise. Damit ist jetzt diese Mission schon mal erledigt, Freunde. Hurray! Das erste Mal mit Starfarer auf Mission mit allen Leuten mit dabei. Sehr cool. Ja, das war auf jeden Fall nice. Jungs, euer erstes Fazit zur Starfarer? Ein bisschen Final Frontier, würde ich sagen, was man hier spüren kann. Und tatsächlich ein bisschen Brücken-Action mal endlich. Ja, ich saß doch das erste Mal tatsächlich zentral ohne irgendwelche Displays vor der Nase und konnte mir das mal angucken. Ziemlich cool. Dosa, der fette Turm, was sagst du? Könnte etwas größer sein. Immer. Immer ein bisschen mehr Feuerkraft wäre schön und halt irgendwie zielsuchende Raketen oder. Ja, nee, ist schon gut. Aber man sitzt auch sehr exponiert, man sieht sehr viel. Ja, aber das Ding ist natürlich halt ein echt riesiger Kasten. Ist halt kein Vergleich zu einer Conny oder so. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil man dann halt dann doch so viel zu decken hat und dann nach unten hin halt eben auch wenig sieht. Aber naja, ja. So ist das halt mit so einem riesen Kahn. Ja, Sly, du bist auch auf die Brücke gewechselt, ne? Weil die hinteren Türme sind noch ein bisschen schwierig. Ne? Ja, man nennt das leichte Brise. Ja, okay. Sehr schön. Ja, coole Sache. Und wir haben Tessa befriedigt. Oh mein Gott, das klingt so falsch. Es klingt so falsch. Ja. Anyway, wir machen jetzt mal weiter. Wir suchen uns jetzt mal die nächste Mission aus für euch da draußen und dann schauen wir mal, was wir da vielleicht für ein Let's Play rauskriegen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch. Wir freuen uns über eure Likes und Dislikes zu dieser Episode. Selbstverständlich abonniert unseren Channel, wenn ihr mehr vom Gameplay zu Star Citizen, auch zu 2.4 und dem PTU sehen wollt oder insgesamt up-to-date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen möchtet, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Vielleicht findet ihr da einen Reward. So, und jetzt probieren wir es mal alle zusammen hier. Die ganze Brücke, der Turm und RC in seinem Begleitjäger. 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Woohoo! Sehr schön!